Alexander Manninger vor dem Augsburger Mozarthaus. Da kommen beim gebürtigen Salzburger heimatliche Gefühle auf. Schließlich verbindet die beiden Mozartstädte sehr viel. Ja klar, auf alle Fälle. Man verbindet natürlich als erster Mozart mit Salzburg, meine Heimatstadt und meine Wohnstadt. Aber eben seit kurzem ist es Augsburg und umso schöner, dass ich ein Stück von zu Hause auch vor der Tür habe sozusagen. Ja. Klavierspielen ist nicht so seine Sache, dafür ist er im Tor eine wichtige Stütze. Der 35-jährige FCA-Torhüter ist erst seit November 2012 beim FC Augsburg. Zusammen mit der ganzen Mannschaft kämpft er ganz klar für den Klassenerhalt. Ich bin letztes Jahr Ende November, Anfang Dezember erst gekommen und man hat da gespürt, die ersten Tage, die ersten Trainings, was eigentlich in der Mannschaft steckt. Und das hat mir dann auch einen Aufschwung gegeben und habe mir einfach selbst gesagt, da ist einiges möglich und man muss halt jetzt zusammenhelfen und wie gesagt, eben mit der Stadt, mit den Leuten, mit dem Umfeld alles dafür tun, das Ziel zu erreichen. Manninger bringt viel Erfahrung mit sich. Er stand bereits unter anderem bei Italiens Rekordmeister Juventus Turin, beim FC Arsenal sowie dem österreichischen Nationalteam im Tor. Die Entscheidung für den FCA ist ihm nicht schwer gefallen. Seit Juli war ich ja ohne Verein, dass ich gesagt habe, ich muss, wenn ich noch will oder wenn ich noch kann, muss ich wieder qualitatives Fußball haben. Das Umfeld muss stimmen, ich muss tagtäglich trainieren und das hat mir Augsburg eigentlich bieten können. Und darum ist die Entscheidung dann nicht schwer gefallen, wie ich das erste Mal da war. Dann habe ich gesagt, genau das ist es, da ist noch was zu bewegen und das hat mich wieder so richtig gepusht, wie man sagt. In Augsburg ist der Österreicher nicht nur angekommen, er fühlt sich hier sogar ausgesprochen wohl. Richtig schön, richtig angenehm zu wohnen, angenehm zum Arbeiten, Fußball begeistert und zielstrebig, würde ich sagen. Und das hilft uns und das probieren wir natürlich mit der Stadt so weiterzuführen, dass wir gemeinsam unsere Ziele erreichen. Dem Heimspiel gegen Mainz sieht er gelassen entgegen. Mir ist es recht, wenn die Mannschaft das tut, was sie bis jetzt getan hat, dann glaube ich oder traue ich mir zu sagen, wir werden das Spiel positiv abschneiden. Ja. Und können denn diese Augen lügen?